Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber es hat uns sofort das gesamte Leben geraubt. Moment kurz. So, weiter geht's. Hier sind die Wölfe. Was zur Hölle? Ach komm, nach den Wölfen speichern wir. Nee. Gibt's doch nicht. Wie damals bei den Goblins, die ich getötet habe und danach war ich tot. So, schnell looten. Dann speichern. Ach halt, Moment mal, den Schatz können wir auch noch looten. Das sind zwei Schätze. Eine Mark auch noch. Okay, speichern wir mal. Was zur Hölle, wo kam das her? Kam das gerade durch die Wand oder was? Von da hinten. Da sind die Wölfe. Die haben mich von da hinten aus gesehen. Boah, die treffen mich da unten. Die können quer durch den Boden schießen. Aber jetzt. So, das wird gespeichert. Da dürfte jetzt gleich. Wow, verdammt, da ist der Eisengolem. Eisgolem, nicht Eisengolem. Das finde ich nicht toll. Stamina können wir auch mal wieder benutzen. Was? Jetzt, der geht ja voll ab. Jetzt mal, wo ist es denn? Hier, Potion of Strength. Das war nicht wirklich gut. Komm schon. Braucht nur ein paar Treffer wahrscheinlich. Kommt wieder die ganze Zeit gar kein Ton. Schon noch Feeling. Der geht voll ab. Ich würde dich gern töten. Ich bin mir sicher, dass ich deinen Level abkriege.
Das war zweit. Nein, geheilt und den gleichen Schaden an Heilung hat er dann wieder zugefügt. Gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Ja, wenigstens etwas. Stirb doch einfach. Es kommt nicht mehr die Abwehrgeräusche. Jetzt kommen sie ja wieder. Hier, Healing. Nein, das war zu wenig. Das geht. Wie viel Leben hat der Typ? Gibt's doch nicht. Jetzt wehrt er wieder die ganze Zeit ab. Das ist nicht gut mit so wenig Leben. Das ist überhaupt nicht gut. Fall doch endlich tot um. Und hör auf, mir so viel Schaden zuzufügen. Obwohl ich gerade eine bessere Welt, was glaube ich, Armschutz oder was ich gefunden habe. Oh, verdammt, war das knapp. Nee, ich bin trotzdem gestorben. Mist. Wir können ihn nicht besiegen. Keine Ahnung wieso. In dem Fall gehen wir einfach da weiter. Und dann ins nächste Stockwerk. Speicher. Vielleicht ist ein Heiltrank auch nicht verkehrt. Speichern. So. Wir sind wieder Wölfe. Aber ich glaube, das sind normale Wölfe, oder? Es waren normale Wölfe. Ach, der Papa wahrscheinlich gerade denselben nochmal gelootet. Gehen wir mal da rein. Ach, da links wäre es gar nicht mehr weitergegangen. Geradeaus meine ich. Okay. Her. So, das finde ich sehr gut, dass hier oben leichtere Gegner sind. Dadurch können wir wieder mehr farmen und leveln. So, wo gehe ich jetzt besser lang? Hier geht es nicht mehr weiter. Okay. Gehen wir hier weiter. Nein! Das finde ich überhaupt nicht gut. Jetzt müssen wir daran vorbei. Testen wir mal, was wir so haben. Nein, die hier. Machen wir mal die. So. Okay. Der Typ, der tanzt da einen ab. Die Mark hilft uns nicht.
Nein, hilft uns auch nicht. Sonst hilft uns nichts. Purification, keine Ahnung, was das ist. Können wir ja mal nehmen. Okay. Potion of Stamina ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, machen wir mal so weiter. Vielleicht funktioniert es ja. Irgendwie glaube ich, dass wir den gar nicht treffen. Hört sich schon besser an. Jetzt weiß ich zumindest, dass wir ihn treffen. Sind diese Plop-Geräusche vielleicht, dass er ausweicht oder was? Oder treffen wir ihn dadurch? Beim Geist kommt ja auch nicht dieses Geräusch wie bei Menschen oder Orks oder Wölfen, wenn man ihn trifft. Und da ist auch kein Bluteffekt, sondern da ist nur so ein kleiner weißer Effekt. Ey, der kann uns treffen. Wieso trifft er uns? Die ganze Zeit hängt er und plötzlich kann uns treffen. Wirklich. Jetzt, wie viel Leben hast du noch? Übelst viel Leben. Viel zu viel Leben. Ich frage mich, ob wir es wirklich schaffen, dass der mal umfällt. Das ist jetzt eigentlich das perfekte Testsubjekt. Entweder das Schwert bricht oder der Typ fällt um. Wenn das Schwert bricht, dann ist das kein gutes Zeichen für uns. Ist aber auch kein gutes Zeichen, dass er die ganze Zeit blockt. Überhaupt nicht. Ich will dich ja nicht töten. Wir können den Dungeon nicht weitermachen, wenn wir die nicht töten können. Dann müssten wir erst was kaufen, zum Beispiel. Wie viel Geld haben wir denn? Gold, 1023. Das wird nicht reichen. Ha. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Wir gehen zurück und schauen, dass wir uns was aus Eis irgendwie so Feuerschmuck kaufen können beim Magier. Und dann kommen wir nochmal zurück. Wow! Ich habe gerade die Tür aufgehen sehen und plötzlich stehen da Ritter davor. Ich sollte mich mal heilen. Und zwar mehr als nur ein bisschen. Stirb. Nein, nicht ich. Was? Nein, ich bin aus Versehen auf die rechte Maustaste gekommen. Nein. Das war gut. So.
3 Gold, toll. 10 Gold immerhin, bisschen mehr. Vielleicht sollten wir uns heilen. Und speichern ist bestimmt auch nicht schlecht, weil dann haben wir zumindest die Erfahrung gespeichert. Steht ja auch nicht da, wie viel Erfahrung man braucht fürs nächste Level, sondern nur wie viel man schon gesagt. Boah, wir haben schon fast 500.000 Erfahrungspunkte. Finde ich cool. Okay. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Wow! Sieht gut aus. Zumindest Erfahrungspunkte gesammelt. Der hat da auch nichts. Nochmal einen Heiltrank nehmen. Und speichern. So. Nein, das ist nicht gut. Okay. Da vorne sind also noch Wölfe. Was noch mehr? Aber nichts. Da ist noch einer. So, sind hier noch mehr? Nee, sieht nicht danach aus. Und hier ist auch schon der Ausgang. Okay. Zurück nach Winterhold. Winterfeste. Wie es auf Deutsch heißt. Werden wir dann spätestens im fünften Teil der Spieleserie feststellen, dass es so heißt. So, wo ist denn der... Ja gut, gehen wir erstmal zum nächsten Store. Südwesten. Danke. Dort. Das ist er schon, oder? Ich weiß nicht. Ist er das hier? Nein. Da wäre die Magiergilde. Aber ich brauche jetzt erstmal einen Store. So, immer noch Südwesten. War da gerade ein goldener Mensch? Cool. Was sagst du denn? Immer noch? Haben die hier nur einen Händler oder was? Was ist denn das? Hm.